Pokémon will Palworld sperren lassen? Ja, ihr habt richtig gehört, diese Meldung ist tatsächlich wahr und ich musste unbedingt ein Video darüber machen und mit euch darüber reden. Denn in dieser Stellungnahme von The Pokémon Company, das klingt auch schon so verdammt arrogant, in dieser Stellungnahme heißt es, man hat das Eigentum der Nutzung der Assets von Pokémon in diesem Spiel nicht erteilt, was ein bisschen weird klingt, weil Palworld eben keine Assets von Pokémon verwendet hat, eben die sehen halt nur ähnlich aus, deswegen macht das in dem Sinne schon mal gar keinen Sinn. Wenn es um diese Mod geht, wo man mit Ash spielen kann oder wo Sparket durch Pikachu ausgetauscht wird oder alle Pearls durch Pokémon, dann ist es was anderes, aber dann muss man eher, glaube ich, die Mod einfach sperren, anstatt Palworld sperren zu wollen. Also irgendwas stimmt hier schon mal nicht ganz, ist ein bisschen weird ehrlich gesagt, aber mal gucken, was noch drin steht. Des Weiteren heißt es in der Stellungnahme, dass man jetzt alle Handlungen untersuchen wird und geeignete Maßnahmen ergreifen wird. Mehr steht auch nicht drin, ich bin sehr gespannt, was passieren wird, aber ich möchte noch ein bisschen meinen Senf dazugeben, deswegen habe ich ja auch das Video hier gemacht. Also ich kann sagen, dass ich das großen Quatsch finde, ehrlich gesagt, weil hier erstmal keine Assets verwendet wurden. Na klar kann man sagen, das Konzept ist 1:1 gleich, mit, ja, oder vielleicht ein bisschen anders durch die Waffen, aber dieses Fangen und so weiter ist ja genau wie in Pokémon eben, aber man kann eben kein Konzept schützen, glaube ich. Also die Pearls sind anders, sie sehen ähnlich aus, ja, aber das ist eben nicht dasselbe. Es ist eben kein Glurak, es ist eben kein Glutexo. Es ist eben kein Evoli oder eben kein Gyarados. So, deswegen glaube ich, dass das großer Quatsch ist in der Hinsicht und ich finde das auch einfach komplett dumm. Weil, wenn wir ehrlich sind, fühlt sich Pokémon nur bedroht durch den Erfolg von Palworld. Und Leute, ihr müsst immer verstehen, ich mag beides. Ich liebe Pokémon wie auch eben Palworld. Ich glaube, viele, die Palworld spielen, mögen auch Pokémon. Deswegen ist das jetzt kein Hate-Video gegen Pokémon oder was anderes, wo ich mich auf eine Seite stelle. Nein, ich mag beides und ich finde die Stellungnahme und allgemein die Stellungnahme von Pokémon ein bisschen unnötig, weil Leute, chillt doch mal, ihr seid so erfolgreich. Wie kann man sich so unsympathisch machen? Und ein kleiner Erfolg, natürlich ist da auch viel zusammengeklaut, ja. Und ich weiß nicht, was da mit der KI ist, aber Leute, gönnt doch mal den Menschen, die das gemacht haben, diesen Erfolg. Meine Güte, Pokémon wird doch immer erfolgreich bleiben. Es ist doch so dumm, wirklich. Palworld macht einfach Spaß. Es ist ein cooles Game und ich finde die Reaktion von Pokémon einfach nur arrogant und unsympathisch und sie gewinnen auch dadurch nichts, weil Palworld jetzt so viel Wellen geschlagen haben, dass Pokémon vom Image her nur Schaden nehmen kann, wenn sie damit durchkommen und das Spiel sperren sollten oder dass Palworld irgendwas ändern muss am Spiel. Deswegen werden sie hier kaum gewinnen können. Sie hätten sich viel sympathischer machen können oder noch sympathischer machen können an sich oder die Fans ein bisschen beruhigen können, wenn sie gesagt haben, ah, coole Idee oder wir lassen das aber laufen. Ist ein cooles kleines Indie-Game. So schön, dass ihr Erfolg damit hattet, schön, dass ihr Inspiration bei uns hattet. Und gut ist, weil Pokémon wird immer erfolgreich bleiben, egal wie Palworld durch die Decke gehen würde. Jeder will sich das neue Pokémon kaufen, der Pokémon-Fan ist. Wirklich. Also, das ist mein Abschluss oder Abschlusswort jetzt hier, weil ich bin durch, das war mit dem Video, das wollte ich ihm nur sagen, wie dumm ich das finde und schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like, abonniert gerne den Channel für weitere Videos rund um Palworld. Ich mache jetzt Let's Play gerade und Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein und bye bye.